Hey, Johannes hier von newgadgets.de und hier habe ich für euch das LG Optimus L7 II. Das ist ein Mittelklasse-Smartphone mit Android. Und hier auf der Seite der Verpackung seht ihr auch schon die technischen Daten. Wir haben hier ein 4,3 Zoll IPS-Display mit einer WVGA-Auflösung. Das sind 800x480 Pixel. Wir haben hier einen großen Akku mit 2460 mAh. Natürlich Android und eine 8-Megapixel-Kamera. Im Inneren arbeitet ein 1 GHz Dual-Core-Prozessor von Qualcomm. Und ich würde mal sagen, wir packen das Ganze aus, schauen uns dann auch gleich mal an, wie das Ganze so läuft. Wir werden dann natürlich auch im Benchmark ein paar Spiele starten, damit ihr sehen könnt, ob ihr mit diesem Gerät auch unterwegs ein bisschen Spaß haben könnt. Und ich denke mal, der Prozessor sollte hier ausreichen. Wir haben hier das Smartphone, liegt gut in der Hand, 4,3 Zoll, das ist ja eine ganz gute Größe, ist nämlich vergleichbar mit dem Apple iPhone 5 hier. Und wir schauen uns das gleich an, aber jetzt erstmal den Inhalt der Box. Was wird hier mitgeliefert? Wir haben hier erstmal das Handbuch, dann den großen Akku mit seinen 2460 mAh. Dazu gibt es noch ein Headset und das Netzteil samt USB zu Micro-USB-Kabel. Damit könnt ihr euer Smartphone aufladen und mit dem PC verbinden. Mehr ist auch in der Verpackung nicht drin. Um den Akku einzusetzen, müsst ihr hier einfach nur beim Micro-USB-Port ein bisschen mit dem Finger rein, ganz vorsichtig abziehen. Das geht dann relativ easy. Ihr solltet einfach nur aufpassen, dass ihr hier nichts abreißt. So, dann ist die Rückplatte entfernt. Ihr seht auch, hier kommt die SIM-Karte rein. Eine herkömmliche, keine Micro-SIM, keine Nano-SIM. Und hier an der Seite könnt ihr eine Micro-SD-Karte einsetzen, um den internen Speicher zu erweitern. Falls ihr viele Bilder, viele Videos habt und viele Daten, könnt ihr die alle auf der Micro-SD-Karte speichern. Dann wird der Akku eingesetzt und die Rückplatte kann wieder drauf. Wenn wir schon hier auf der Rückseite sind, seht ihr auch die 8-Megapixel-Kamera mit eingebautem LED-Fotolicht. Gehen wir mal kurz um das Gerät herum. Hier haben wir noch ein paar Schutzsticker. So. Da haben wir hier erstmal den Power-Button. Hier unten den Micro-USB-Port. Hier einen Home-Button mit LED-Rahmen, also als Benachrichtigungs-LED. Einfach. Das könnt ihr dann einstellen in der Software, wenn ihr beispielsweise eine E-Mail bekommt, dass hier das leuchtet. Wir haben hier links und rechts auch noch zwei Touch-Tasten. Dann hier eine benutzerdefinierbare Taste. Könnt ihr eigene Programme hinterlegen. Und hier die Lautstärke-Taste. Auf der Oberseite haben wir hier nur den Kopfhöreranschluss. Das Optimus L7 II ist das Spitzmodell der L2-Serie von LG. Und bietet eben im Gegensatz zum L5 oder dem L3 einen Dual-Core-Prozessor und eine Frontkamera. Es hat eigentlich alles, was man eben bei einem Smartphone benötigt. Eine 8-Megapixel-Kamera, LED-Licht, 4,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 800x480 Pixeln. Und wir haben hier über Android natürlich auch noch die LG-Oberfläche, wie man hier sehen kann, mit speziellen Animationen. Geht also so ein bisschen geschwungen durch die Homescreens, wie man hier sehen kann, wenn man das etwas langsamer macht. Gucken, ob es diesen einen Effekt, den es beim L3 und beim L5 gibt, hier auch gibt. Ja, wenn man am Ende angelangt ist, ziehen sich die Icons so ein bisschen nach. Auf jeden Fall ganz nett gemacht. Als Android-Version haben wir hier, schauen wir nämlich gerade mal an, Softwareinformationen, Android 4.1.2. Und ich würde euch da gerne mal erstmal das Browsen zeigen, denn ich persönlich browse mit meinem Smartphone unterwegs ganz schön viel und ich glaube, das tut ihr auch. Was hier jetzt auffällt, ist, wenn man mit dem Daumen an die linke Seite kommt, dann haben wir hier ein Menü, wo wir Sachen auswählen können. Beispielsweise hier den Zurück-Button, Vorwärts-Button und die Eingabe für unseren
unsere URL. Das finde ich ganz nett, das ist eben für die einhändige Bedienung. Und obwohl das Smartphone ja gar nicht so groß ist, haben wir das hier. Das wünsche ich mir natürlich bei Smartphones, die jetzt kommen mit 6 Zoll. Das wünsche ich mir dann natürlich auch, dass wir da so eine tolle Bedienung haben für den einhändigen Gebrauch. So, dann geben wir jetzt erstmal hier die URL ein. Und zwar newgadgets.de. Natürlich habe ich das jetzt auch gerade falsch eingegeben. So, newgadgets.de. Das liegt jetzt nicht an der Tastatur, es lag an mir. Und jetzt sind wir hier auf meiner Seite. Alles fertig geladen, ihr seht, läuft wunderbar flüssig. Und auch den kleinen Text hier kann man noch mit dem bloßen Auge erkennen. Wir haben zwar hier jetzt keine HD-Auflösung, aber wie ihr sehen könnt, ist es noch erkennbar. Es geht jetzt nicht mit dem Double Tap, dass wir reinzoomen können, was ein bisschen schade ist. Aber natürlich geht das hier mit dem Pinch to Zoom. Und natürlich auch sehr flüssig. Wir können hier einfach mal eine News öffnen. Ist kein Problem. Wieder raus hier. Und an der Seite habe ich ja hier ein YouTube-Video, das können wir auch gerne mal abspielen. Wenn das hier fertig geladen ist. So. Aber für YouTube-Videos gibt es hier natürlich auch die YouTube-App. Die finden wir hier. Und da gebe ich jetzt kurz mal einen Suchbegriff ein. Und dann starten wir einfach mal ein Video. Ja, und wie man sehen kann, sieht das doch ganz gut aus. Wir haben hier auch High Quality eingestellt. HD geht hier glaube ich nicht, aber High Quality reicht hier auf dem Display auch absolut aus, wie ich finde. So, und wie sieht es mit den Spielen aus? Da habe ich jetzt hier auch nochmal Angry Birds, Temple Run 2 und Shadowgun installiert. Alles sehr bekannte Spiele, gibt natürlich noch viel mehr, aber ich glaube 3 reichen erstmal. Und es sind 3 sehr beliebte, die auf keinem Smartphone fehlen dürfen. Vor allem Angry Birds ist ja wirklich eines der beliebtesten überhaupt. Deshalb starten wir das jetzt hier einfach mal. Okay. Wie man sehen kann, sieht es gut aus. Mal kurz in die Details reinzoomen. Okay. Und das sind diese neuen roten. Jetzt machen wir die mal platt hier. Na. Der hilft aber ganz schön weit. So. Ja, habe ich ihn jetzt noch mitgenommen. Okay. Komm, den müssen wir eigentlich noch platt machen. Ja. So, das war auf jeden Fall schon mal Angry Birds, was kein Problem ist. Temple Run 2. Das starten wir jetzt mal. So ein bisschen Indiana Jones Style. So ein echt netter Zeitvertreib, das Spiel. Man sieht hier die Ladezeit, die dauert hier ein klein bisschen. Da muss man sich eben ein bisschen gedulden bei dem Smartphone. So, Play. Legen wir mal los. Und es sieht gut aus. Ja, das war natürlich mal nichts. Und Jump. Also ich finde das Spiel richtig cool.
nette Grafik und echt gut, um Zeit zu vertreiben. Vor allem, wenn ich so 10 Minuten im Bus sitzen muss, da ist das absolut ideal. Okay, das war's. Jetzt hüpfen wir mal hier kurz und bam, gefangen. So, Temple Run 2 war das. Und hier habe ich Shadowgun laufen. Das ist ja ein wirklich sehr beliebtes Spiel. Sehr grafiklastig. Aber hier an den Animationen seht ihr, dass es flüssig läuft. So, noch ein bisschen hier rumballern. Das ist kein Problem. Wir haben hier halt genügend Leistung, um das Spiel hier flüssig zu spielen. Ihr habt ja auch gesehen, Surfen ist auch kein Problem. Videos auch nicht. Also man braucht nicht immer ein High-End-Smartphone, das ja auch dann sehr viel teurer ist und auch meistens jetzt heutzutage größer, um eben ein paar Games zu spielen, gut im Internet unterwegs zu sein. Wir haben hier ein 4,3 Zoll Display, Dual-Core-Prozessor, 8 Megapixel Kamera und eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln und ich denke, das ist auf jeden Fall für den normalen Benutzer, der jetzt nicht unbedingt ein High-End-Smartphone braucht. Und wer sich für Benchmark-Ergebnisse interessiert, im AnTuTu-Benchmark erreicht das L7 II hier 6475 Punkte. Das ist auf jeden Fall okay für so ein Mittelklasse-Smartphone. Und was heutzutage natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Kamera. Wir haben ja hier eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite mit Autofokus und LED-Licht. Das ist ja schon mal was. Starten wir mal die Kamera-App. Und machen hier ein Foto von diesem Kugelschreiber. Natürlich ist es jetzt nicht mit der Kamera von High-End-Smartphones vergleichbar, aber wir haben ja hier auch ein Einsteiger- bzw. ein Mittelklasse-Modell. Und wenn wir uns das Bild anschauen, dann geht das auf jeden Fall in Ordnung, es sieht okay aus. Ich habe hier auch schon ein Video und ein paar Bilder draußen gemacht. Wie sieht es aus mit dem Video? Das lassen wir auch mal abspielen. Das sieht okay aus, finde ich. Bei den Videos muss gesagt werden, da gehen wir mal hier in den Videomodus, da werdet ihr es sehen, Videos können nicht in 27p gemacht werden. Die höchste Auflösung bei den Videos ist hier WTTV genannt, das sind 720 x 480 Pixel. Das ist dann hier 16:9 und wir können auch noch in VGA aufnehmen, also 640 x 480 Pixel. Ansonsten eben die kleinen Auflösungen für MMS. Ist natürlich ein bisschen schade, 27p, das hätte ich mir dann schon gewünscht. Wie sieht es mit der Frontkamera aus? Da haben wir nur VGA Auflösung, wenn wir Videos machen wollen. Was ja hier auch noch schön ist bei der L2-Serie, ist beim Home-Button der LED-Ring. Den finden wir hier unter den Einstellungen bei Anzeige, ganz unten. Da seht ihr es, LED für Home-Taste können wir komplett ausschalten, wenn uns das nervt. Aber wir haben hier auch Informationen, wie ihr das einstellen könnt. Aber sobald man hier draufklickt, können wir auch Einstellungen vornehmen, wann dieser LED-Ring leuchten soll. Beispielsweise beim Wecker, Kalender, sagen wir mal Wecker, dann seht ihr, leuchtet das hier. Und dann wird es immer leuchten, wenn der Wecker angeht, aber defaultmäßig ist es eben beim Aufladen, bei eingehenden Anrufen und bei verpassten Terminen. Wir können auch sagen, hier Kalendereinträge, dann wird es erleuchten. Oder hier herunterladen von Anwendungen, da geht das Licht an und aus. Also ich finde es wirklich sehr nützlich. Und an der Seite befindet sich ja auch noch die Schnelltaste. Und die können wir über die Einstellung System Schnelltaste hier verknüpfen. Und zwar mit ja eigentlich so ziemlich jeder Anwendung, die es auf dem Phone gibt. Wenn wir beispielsweise sagen, wir wollen Temple Run damit öffnen, dann ist das jetzt hiermit geschehen. Wir drücken die Taste und öffnen Temple Run. Und wir können eben, wie gesagt, jede Funktion des Smartphones dieser Schnelltaste verknüpfen. Und das finde ich wirklich sehr nützlich. So, das L7 hat auch NFC, was ich sehr schön finde.
Also ihr habt dann beispielsweise hier eine Website offen. Ich habe jetzt hier noch das L5. Das hat auch NFC. Einfach das Smartphone dran halten, hier drauf tippen und schon öffnet sich auch hier Google. Also das ist schon ein wichtiger Vorteil von NFC. Und ich finde auch schön, dass solche günstigen Smartphones bzw. Mittelklasse-Smartphones auch über NFC verfügen, denn es wird immer wichtiger. Und das war mein Unboxing, Hands-on und Testbericht zum LG Optimus L7 II. Das ist das Spitzenmodell der L2-Serie von LG. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier auf YouTube einen Daumen hoch gebt. Und falls ihr Interesse an dem Smartphone habt, findet ihr jetzt hier unten eingeblendet einen Link. Den findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung anklickbar. Dort gibt es immer den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit dieses Smartphones. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.